Ich habe mir ein bisschen eingelesen und bin auf einige Vokabeln gestoßen, auf die Juppe eben, auf die Goldhaufen, auf die Schapale, bin mir gar nicht sicher, wie es richtig ausspricht. Was sind denn so die wichtigsten Vokabeln, die ein Trachtenkenner, eine Trachtenkennerin wissen sollte? Es gibt da natürlich ganz viele und es gibt nicht viele wirkliche Trachtenkenner. Also es gibt immer solche Leute, die sich in der Region auskennen, aber zum Beispiel der Schapale ist zum Schapale. Beispiel die Kopfbedeckung im Bregenzer Wald, im Mund davon heißt das Schäppele. Und im Großwalsertal Schäppili. Also das ist immer die Kopfbedeckung der ledigen Mädchen. Das sind Glitzerkronen sozusagen. Und das zieht man immer das letzte Mal am Tage der Hochzeit an. Es gibt da ganz viele Fachausdrücke. Eine Juppe ist zum Beispiel ein Tragmiederrock. Jede Tracht hat eine Juppe. Also es ist immer das Kleid.